Ja, schön, dass ich hier bin. Ich habe es an eurem Applaus gemerkt. Es wird Zeit. Ich hatte eine bisschen herbe Anreise. Diese Kreuzung hier vorne, Prenzlauer Berg, Todesdreieck, dieses, ihr seid alle rübergegangen, oder? Diese Eberswalder Killing Zone da vorne. Ich weiß nicht, was sich das ausgedacht hat. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald ursprünglich. Ja? Ich bin ein bisschen, ich habe ein anderes Tempo. Wisst ihr, bei uns im Dorf macht man nicht jeden Scheiß mit, der in der Hauptstadt hip ist. Ja, wir sind nicht so schnelllebig. Bei uns denkt man sich, warum Tindern, wenn die Cousine nebenan wohnt? Wir haben so ein. Das ist so das. Impfung. Wir haben Pferdeentwurmung. So, das ist der Vibe. Und solche Plätze machen mich völlig nervös. Ich kann mit solchen Orten nicht umgehen. Wisst ihr, Autofahrer, die völlig durchdrehen, Fußgänger, die bei Rot über die Ampel wollen, Fahrradfahrer, die Leute absichtlich anfahren wollen. Das ist furchtbar. Hier ist mein Vorschlag für solche Kreuzungen in Berlin. Einfach mal eine Rotphase für alle gleichzeitig. Dass wir mal runterkommen. Wisst ihr? Runterkommen und mal gucken, wer da noch so steht und so ein bisschen Zeit nehmen. Namaste. Hey. Weil dann im Anschluss daran ist für alle gleichzeitig grün. Und wir klären das ein für alle Mal. Das machst du 3 Tage, 3 Nächte, du hast keine Probleme mehr mit Vorfahrt. Du hast nur noch Leute, die schalten können und sehr schnelle Fußgänger. Mein Vorschlag. Ich habe auch Durst, also ich würde voll gern draus trinken, aber dann habe ich auch, man ist mir so gepolt seit in den letzten 2 Jahren, so hygienisch gepolt. Habt ihr das auch? Man ist so, lieber nicht, sagst du. Ja. Ja. Nö, ansonsten geht's mir gut, danke der Nachfrage. Ich hatte ein merkwürdiges Erlebnis mit einem Vogel. Oh ja, diese Art Story. Ich hatte, es gibt ja manchmal die Situation, man steht draußen und dann macht das irgendwie und du siehst so ein fadenförmiges Objekt und denkst dir, oh fuck, jetzt hat es mich erwischt. Kurz danach wechsle ich den Ort, ich weiß nicht, wurde zur U-Bahn oder so, stehe einfach nur rum und was passiert? 2 Mal. An einem Vormittag. Scheiße, ja. Hier ist das Ding, wir hatten 2 Jahre Zeit, wir haben mRNA-Impfstoffe entwickelt. Können wir nicht den Vögeln was verabreichen, dass die nicht 24/7 Durchfall haben? Und, das ist widerlich. Das ist zu stressig hier für diese Stadt mit ihren Vögeln. Ich mag es gerne entspannt. Mein Entspannungslevel ist der, ich sitze zu Hause. Und dann fällt zum Beispiel die Glühbirne aus am Schreibtisch. Kennt ihr das? Die flackern dann so, kurz bevor sie sterben. Die Glühbirnen flackern so elend, bevor sie dahin. Und ich denke mir dann, fuck it, ich blinzel einfach so, dass es für mich weiterhin durchgehend aussieht. Das ist mein Entspannungslevel. Ist manchmal tough dann in Berlin zu leben. Ja, ist ein bisschen, Leute, es ist also schnelllebig so. Man kann ja kaum Schritt halten. Ich gehe gar nicht mehr weg. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin sehr viel zu Hause. Ich habe ein Buch geschrieben. Yay, geil. Ist zu Recht kein Applaus. Es ist kein großes Buch. Es ist eine Broschüre. Ja, ich habe einen Flyer designt. Ich habe einen Flyer gemacht. Ja, es ist ein sehr einfacher Flyer. Das war nicht. Wow. Ihr seid nett. Das war auch nicht meine Idee. Ich war in so einem Sushi-Laden hier bei uns an der Ecke. Hat Räumungsverkauf. Der ist nicht gut durch die Krise gekommen. Der wollte irgendwie einen Flyer haben, habe ich ihm gemacht. Sehr, sehr simpler Flyer. Also, ich habe das auch nur kurz skizziert. Der musste selber kopieren. Ich habe einfach auf der Rückseite von der Rechnung einen Slogan entworfen. Sushi, Räumungsverkauf. 20%, alles muss Reis. Ich gehe selten weg. Freunde haben mich letztens auf ein Whisky-Tasting mitgeschleift. Whisky, kennt ihr Whisky? Whisky, für die, die es nicht kennen. Whisky für Leute, die beides mögen. Alkohol und Rindenmulch. Und dieses Tasting funktioniert so, du bekommst 10 Gläser mit Whisky. Und alle schmecken nach Dreck. Ja?
Wirklich nach Dreck. Es hat kleine Etiketten, wo drauf steht Torf, Geschmack, Kieselerde, irisches Moos. Ich dachte, ich mache was falsch, weil ich den Geschmack nicht habe. Und dann hat der Whisky Master, ich habe ihn gefragt, was los? Und er meinte, also er heißt nicht Whisky Master, es ist, der arme Mann macht einen Volkshochschulkurs. Gott im Himmel, der hat überhaupt keinen Bock, mit mir zu reden. Aber ich habe mir dann erklären lassen, worauf es ankommt beim Whisky-Tasting. Und er hat mir erklärt, wo die Aromen zu finden sind im Bereich. Und jetzt weiß ich, dass es einfach, es kommt wahrscheinlich mit dem Alter, dass man einen Geschmack entwickelt für Scheiße. Und das jetzt freue ich mich aufs Altwerden. Whisky, ja. Ich habe wenig Drogenerfahrung. Ich habe gekifft, ich habe 10 Jahre gekifft, habe aufgehört. Uhu, und jetzt legalisieren sie den Scheiß. Was? Warum? All die schweißtreibenden Fahrten durch Bayern für nichts. Beschissenes Timing, ja. So Kiffer-Timing. Richtig schlecht. Rückblickend war die Zeit, in der ich gekifft habe, so die beste Zeit meines Lebens eigentlich. An die ich mich null erinnere, aber ich meine, muss mega gewesen sein. Jetzt legalisieren sie den Kram. In Berlin kriegst du demnächst Weed in Apotheken. Das stelle ich mir nice vor. Wenn so Apotheker vor ihren Läden stehen. So. Wie geil wird das denn? Weiße Kittel bekommen so einen Swag. Oh yeah. Die ganze Hasenheide muss umschulen zu pharmazeutischen Assistenten. So, gehe selten weg. Schön, dass ich hier bin. Kommt ein bisschen unter Leute. Ich weiß gar nicht, wo man Gleichaltrige trifft. Bin 40, weiß nicht, wo die anderen sind. Früher, so mit 20, 30 in dieser Stadt, war ich um die Uhrzeit vorglühen und dann Party, wie ihr alle gleich. Jetzt gucke ich auf Google Maps, wo ruhige Ecken sind, in Parks, damit ich da in Ruhe spazieren gehen kann. Problem, durch diese Pandemie-Geschichte sind Jugendliche dazu übergegangen, in Parks zu feiern. Ausschließlich in Yo. Genauso habe ich auch reagiert. Ich habe Jugendliche gesehen im Park feiern und habe gesagt, yo. Fresher Style. Und dann sind sie gegangen. Weil bei denen kam das ja anders an. Was die gehört haben, war sowas wie, kennt ihr die Fantastischen Vier? Also, kannst nicht connecten mit denen. Jetzt kann ich nicht mehr in Parks. Ich gehe gar nicht mehr. Das ist das Ding, wenn man nicht weg will und Leute, dann kommen Freunde und wollen einen überreden, wegzugehen. Ja, und ihr sagt nein und dann lasst ihr euch breitschlagen, geht weg und dann kommt ihr irgendwie 2 Tage später wieder zu euch, irgendwie im Park. Mit einer Crackpfeife in der Tasche und denkt euch, fuck, ich schon wieder. Tätowierung. Nein, 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 nein. Das ist erst passiert, letzte Woche. Ich wollte nicht weggehen. Hab mich überreden lassen und jetzt, boom. Bin ich der Elternsprecher von der 3B. Das ist richtig unpassend. Ich wollte auch nicht hin. Ich wollte da nicht hin. Ich hab mein Kind vorgeschoben, habe gesagt, ich kann nicht zum Elternabend. Ich würde gerne kommen. Aber ich muss aufs Kind aufpassen. Ja, alleinerziehen. Mein Nachbar bekommt es mit und sagt, er könnte meine Tochter doch zu sich nehmen. Er hat selbst 2 Kinder. Dann können die zusammen spielen. Dann habe ich versucht, es ihm auszureden. Hab gesagt, es ist viel zu anstrengend. Weißt du überhaupt, was du da auf dich nimmst? Wisst ihr, was er gesagt hat? Er meinte, easy peasy. Und in dem Moment hatte ich sofort große Angst um mein Kind. Du kannst nicht easy peasy sagen, wenn du auf ein kleines Menschenwesen aufpasst. Das ist nicht easy peasy, sagst du, wenn du in der Jungen Union bist und gefragt wirst zur Abschiebung nach Afghanistan. Das ist so eine Antwort. Hey, easy peasy, klar. Weg damit. Aber nicht als Erziehungsberechtigter. Das war so in meinem Kopf. Auf dem Weg zu diesem Elternabend habe ich das die ganze Zeit in meinem Kopf gehört. Ich war so, oh, er hat easy peasy gesagt. Er hat easy peasy gesagt. Und ich kam erst wieder zu mir, als ich schon in diesem Stuhlkreis saß und das Metall von diesen ekelhaften Stuhlbeinen auf dem Linoleumboden gehört habe, wie sich alle zurechtdrücken in einem Stuhlkreis. Spoiler, wenn ihr als erwachsener Mensch in einem Stuhlkreis zu euch kommt, lauft! Ihr seid auf dem Elternabend oder im Prenzlauer Berg bei einem Schamanentreffen und trommelt nach eurem Krafttier. Lauft schnell. Ich saß auf dem Elternabend und war sofort drin in so einer Diskussion, die du nur auf Elternabend findest. Zum Beispiel, es ging los mit, ein Kind hat ein anderes Kind beleidigt mit, du fette Kuh.
Und das ist Bodyshaming. Hat man mir erklärt. Ist Bodyshaming? Geht gar nicht. Riesendiskussion. Was bringen wir unseren Kindern jetzt bei? Mein Vorschlag war, du dumme Kuh. Dann war ich der Idiot. Dann habe ich ein bisschen zurückgerudert zu Kuh. Wollen wir nicht Kuh? Der Veganer-Block im Stuhlkreis sofort ausgerastet. Das geht gar nicht. Die leiden schon genug. Die können wir jetzt noch als Schimpfwort missbrauchen. Lange Diskussion. Letzten Endes haben wir uns darauf geeinigt, was Kinder sagen dürfen. Was immer geht. Du Drecksfaschist. Die beleidigen sich jetzt alle. Beleidigen sich jetzt alle als Faschisten. Problem gelöst. Der Veganer-Block war ein Aufruhr natürlich an der Stelle schon. Das war kein normaler Elternabend mehr. Die wollten dann die Schulkantine veganisieren. Interessantes Projekt. Haben wir Veganer hier, die das interessiert? Okay, das ist merkwürdig. Normalerweise kommst du in Berlin in den Club rein und fragst, wo sind meine Veganer? Und der ganze Saal antwortet dir so aus einer Kehle. Auga! Das ist weird. Es gibt sehr viele Veganer in dieser Stadt, sind sehr selbstbewusst meistens auch. Ich bin auch einer, ich bin lebe vegan und bin so selbstbewusst geworden, dass ich es meinem Vater erzählt habe. Das war kein schönes Gespräch. Mein Vater kommt aus besagtem kleinen Dorf im Schwarzwald. Er ist seit 3 Generationen Dorfmetzger. Der sieht Dinge anders. Ich meinte zu ihm so, Papa, ich lebe jetzt vegan. Und er war, wie, schwul? Was? Warum? Warum? Musste ich ihm das erklären richtig? Ja, Papa, ich mache das aus moralischen Gründen, verzichte auf Fleisch und lutsch gern Schwänze. Das ist mein Ding jetzt. Fand er nicht lustig. Das war ehrlich gesagt ein beschissenes Weihnachten. Für ihn richtig hart, ja. Also als Metzger und dann der Sohn. Also das, für ihn war das richtig... Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid so ein erfolgreicher Marktschreier, ja, seit Generationen. Und dann habt ihr diesen einen Nachkommen, der ist introvertiert. Der steht dann da sonntags. Und, ja. Erdbeeren. Erdbeeren. Blaudops. Papa musste sich erstmal abreagieren, ist hinter das Haus und hat eine Kuh totgeprügelt oder so. Weiß ich, was man so macht. Ich weiß gar nicht, ob man so eine Kuh töten könnte, also wenn man ihr stark auf den Hals schlägt. Ich, wie gesagt, ich mache sowas nicht. Du siehst aus, als könntest du eine Kuh töten. Hast du irgendwie... Ich habe auch keine Fähigkeit, mich irgendwie zu verteidigen. Weder gegen eine Kuh noch gegen irgendwas. Also, ich kann das hier noch. Kennt ihr das? Ja, Grüße von den 90ern. Das ist Karate Kid, Leute. Ja, das ist der Grund, warum in den 90ern eine ganze Generation Gymnasiasten hart auf die Fresse gekriegt hat. Lass Melanie in Ruhe. Bitte. Andere Geschichte. Jedenfalls war ich auf diesem Elternabend. Und die Wahl stand an zum Elternsprecher. Und ich war nicht schnell genug weg und wurde gewählt, einstimmig. Waren auch nicht mehr viele da. Und dann haben sie mich gefragt, Herr Kornmeier, wollen Sie die Wahl annehmen? Und ich meinte so, easy peasy. Das war's von mir, Dankeschön.